Ja, liebe Zuschauer, auch im Jahr 2016 war die Verbraucherzentrale hier in Hoyerswerda eine der Anlaufstellen von vielen Bürgern, die Probleme hatten. Und Angelika Große, die Beratungsstellenleiterin, steht jetzt an meiner Seite. Frau Große, was waren denn überhaupt so die Themen? Warum sind denn viele Leute hergekommen? Es gab viele Nachfragen zu Haustürgeschäften. Neuerdings heißt das ja außer Geschäftsraumverträge, wo es sich darum drehte, dass man unter Umständen bei einer Kaffeefahrt eine individualisierte Matratze beispielsweise für teuer Geld gekauft hat oder dass Vertreter vor der Haustür standen oder vor der eigenen Wohnungstür, die also sehr teure Staubsauger auch einem aufdrehen wollten. Es ging um Kabelfernsehverträge und natürlich auch um Abos. Ich muss jetzt mal ganz, ganz böse sagen, also ein Staubsaugervertreter zum Beispiel stand auch vor mir vor der Tür und auch dieses Teppichproblem, dass eine Reinigungsfirma angeblich aus Senftenberg Teppiche reinigen lässt und das für nicht wenig Geld, das war auch ein großes Problem. Was denken Sie, warum springen so viele Bürger darauf an, auf diese doch sehr komisch wirkenden Angebote? Naja, vielleicht aus Unerfahrenheit oder weil man dann denkt, ach ja, den Teppich könnte ich ja nach 20 Jahren mal tatsächlich wieder reinigen lassen. Da stehen ja auf dem Flyer keine Preise drauf. Und wenn dann die Vertreter vor Ort sind, ist man garantiert ziemlich überrumpelt und unterschreibt dann einen Vertrag, wo drauf steht, ein 6 Quadratmeter oder ein 6 Quadratmeter großer Teppich kostet 600 Euro in der Reinigung, was schon doch leicht abenteuerlich ist. Wie helfen Sie denn solchen Leuten? Wir gucken uns die Rechtslage an. Bei derartigen Verträgen kann man den Vertrag widerrufen. Das heißt also, man muss dann aber auch genau drauf schauen, dass man alles richtig macht. Und wenn beispielsweise der Teppich schon übergeben wurde zur Reinigung, ist es natürlich unklug, gleich den Widerruf dahin zu schicken. Nicht, dass der Teppich als Geisel, wie man so schön sagt, genommen wird, sondern da muss man das dann auch taktisch clever umsetzen. Und das haben wir voriges Jahr ganz gut hingekriegt. Das mit den Vertretern, die an der Haustür klingeln, das war ja nicht nur so bei Staubsaugern oder bei den Teppichen, sondern das wird auch immer mehr von Banken genommen. Was passiert da? Es waren mehr die Vertreter von Bausparkassen, denn mittlerweile haben wir ja die Niedrigzinsphase und sehr viele Verbraucher haben in der Vergangenheit Rendite-Sparverträge bei Bausparkassen abgeschlossen und da wollen natürlich die Bausparkassen jetzt, dass die Verträge beendet werden und schicken manchmal Vertreter los, die sehr abenteuerliche Argumentation unter die Leute streuen, damit also wirklich von Seiten der Kunden der Vertrag gekündigt wird. Sprich, ich sollte mich gar nicht auf so eine Angebote einlassen oder sollte ich eher kurz sagen, geben Sie mir eine Visitenkarte, ich überlege mir das und dann mich zurückmelden oder was raten Sie? Das Zweite ist schon sehr sinnvoll, dass man einfach sagt, okay, ich gucke mir das an, was Sie mir hier anbieten. Ich kann das jetzt nicht in der Kürze der Zeit entscheiden. Das ist ja doch ein erheblicher Schritt, dass man sich das alles dann geben lässt und unter Umständen mit den Kindern nochmal spricht oder eben auch zu uns in die Beratungsstelle kommt, um das mal einschätzen zu lassen. Zweiteres ist besonders sehr, sehr wichtig, also jede Beratung zu finden, gerade weil manche dann doch sehr forsch rangehen, sehr überstürzt wirken und man einfach Angst hat und zurückschreckt. Ja, und deswegen sollte man sich nicht so einschüchtern lassen. Erstmal braucht man derartige Vertreter nicht in die Wohnung lassen. Wenn man es dann aber schon mal getan hat, sollte man zusehen, dass das alles recht kurz abläuft. Und wenn man merkt, man wird hier unter Druck gesetzt, dass man wirklich sagt, ganz energisch, ich möchte mich jetzt damit nicht befassen, bitte gehen Sie verlassen Sie meine Wohnung. Soweit also erstmal zum Jahr 2016. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Also ich meine, fast die Hälfte ist auch schon wieder rum. Sind die ähnlichen Probleme wieder aufgetreten? Ja, also wir müssen konstatieren, alter Wein in neuen Schläuchen. Ein paar neue Geschichten gibt es, aber letzten Endes sind das Dinge, die auch voriges Jahr schon eine große Rolle gespielt haben. Sprich, also auch dieses Jahr findet man natürlich hier wieder Beratung und Hilfe, sollte einem sowas passiert sein. Aber nicht nur das ist ein großer Schwerpunkt von der Verbraucherzentrale hier in Hoyerswerda, sondern auch Veranstaltungen. Ja genau, wir haben also vor, im vierten Quartal diesen Jahres eine Veranstaltungsreihe zu etablieren, zusammen mit dem Zuse-Museum, sind in der letzten Planung und hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und wir werden dann natürlich auch informieren, worum es dann geht. Im letzten Jahr, die Zuschauer von uns können sich bestimmt daran erinnern, wir haben ausführlich darüber berichtet, ging es um Hülsenfrüchte. Was wird uns dieses Mal erwarten? Dieses Jahr hat die Kollegin die Projekte der Regionalität und der Nahrungsergänzungsmittel. Wenn man also dazu Fragen hat, kann man vorbeikommen. Man kann sich also auch gerne mit derartigen Informationen bei uns versorgen. Und wie gesagt, scheuen Sie den Weg nicht, zu uns in die Beratungsstelle zu kommen. Dem kann ich mich nur anschließen, Frau Große. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke.